Gleich geht es los mit einem Gemälde. Ein Lustkauf. Mir hat das so gut gefallen und ich mag einen Jugendstil auch recht gern. Deswegen habe ich da zugeschlagen quasi. Verdammt, uns was Zeit haben. Also ganz billig war es jetzt nicht, das war schon ein vierstelliger Betrag. Und glaubst du, dass das so viel wert ist? Ich hoffe es, aber ich weiß selber noch nicht so recht. Weil schön war es natürlich schon, aber ich weiß es noch nicht. Ich gehe davon aus, dass es echt ist. Und wenn es sogar eine Zeitschrift der Jugend war, dann kann es eigentlich gar nicht so schlecht sein. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott. Woher bringen Sie uns denn das Blatt? Und daran schließt sich natürlich die große offene Frage, gekauft, geerbt, gefunden. Tatsächlich gekauft, aus dem Nachlass von einem Aquarellsammler. Und laut dessen Sohn ist es in den 1960er Jahren im Kunsthandel in Salzburg erworben worden. Mhm. Das Motiv ist von Hans Christiansen. Und man findet es in der Zeitschrift Die Jugend. Und es war ein Entwurf für ein Glasfenster. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, ob das wirklich der Hans Christiansen gemalt hat. Gut, also wenn wir es uns näher anschauen, gibt es ja mal sein Monogramm hier rechts unten. Ein Bacchus, also es geht hier um Sinnesfreude, um Wein, um Weinwertung, auch um Lebenslust. Etwas, was durchaus um 1900 in Zeitschriften wie der Jugend immer wieder thematisiert worden ist. Hans Christiansen ist ja ein nicht unbekannter Maler. Er hat als Malergeselle begonnen, hat sich dann als Dekorationsmaler hinaufgearbeitet und ist dann in den Umkreis von Olbrich und Behrens, den beiden bedeutenden Jugendstilkünstlern, gekommen und hat in Darmstadt eine ganze Reihe von Dingen mitgestaltet, mitgemacht. Wenn wir uns das anschauen, müssen wir uns auch die Rückseite anschauen, denn hier steht noch eine andere Information. Hans Christiansen, Glasfenster, ausgeführt von der Anstalt Luce Floreo in Barmen, 1902. Also das ist ein Hinweis, dass dieses nicht nur eine Illustration vielleicht für die Zeitschrift Die Jugend war, sondern auch ein Glaswürsterentwurf. Und dann steht unten noch einmal Darmstadt, 1902 und Herbst. Ich glaube, die Gretchenfrage ist das ein Original? Richtig. Was vermuten Sie? Ich finde es gut gemalt und es ist ja auch gemalt und nicht gedruckt, meiner Meinung nach. Und ich hoffe es sehr stark, aber deswegen bin ich ja heute hier. Was haben Sie bezahlt? 2000 Euro. 2000 Euro, okay. Das Fatale an Christiansen ist, er konnte alles. Er hat Bestecke entworfen, Häuser, Innenräume, Glasfenster, Zeitschriftenillustrationen. Er hat gemalt, er hat Schmuck entworfen. Er hat nichts ausgelassen, denn wenn man zeichnen kann, wenn man originelle Ideen hat, dann ist es leicht, alle Felder zu beherrschen. Handwerklich haben das dann sehr häufig, oder industriell haben das dann andere umgesetzt. Mhm. Es gibt noch Entwürfe von Christiansen, die heute noch im Schwange sind. Und er war ein Tausendsasser auf vielen Feldern. Trotzdem haben wir diese Gretchenfrage. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, ist für mich dieses Blatt, notabene mit diesen etwas für mich zu vielen Hinweisen auf der Rückseite, sehr glatt. Und wenn Sie sich's genau anschauen, wenn man es so gegens Licht hält, gibt es so Glanzpunkte. Ja. Es gibt eine sehr einheitliche Druckoberfläche und dann gibt es auf den Trauben glänzende Partien, die den Eindruck erwecken, als würde da ein Pinsel unterwegs gewesen sein. Wir nehmen aber an, dass es eher Gummi Arabicum ist. Gummi Arabicum ist ein Naturprodukt, das wie ein Firnis wirkt, der auch bei Aquarellen aufgesetzt wird, um Glanzlicht zu erzeugen. Und wenn man weiß, dass es im ausgehenden 19. Jahrhundert durchaus Tradition war, und jetzt sind wir leider bei der Wahrheit, bei der vermuteten Wahrheit, niemand hat die Wahrheit komplett, dass es durchaus Tradition war, Druckprodukte durch leichte Veredelungsschritte, bisschen Farbe, bisschen Firnis, bisschen Gummi Arabicum, in ihrer Oberfläche so zu verwandeln, dass der Eindruck entsteht, wir hätten es hier mit einem Original zu tun, dann sind wir leider auch hier bei einem solchen Versuch. Noch dazu, wenn dann auf der Rückseite so affirmative Zusätze angebracht sind. Warum Darmstadt 1902 Herbst? Warum dieser Hinweis auf diese Glasfenstergeschichte? Hier wird suggeriert, das hat alles damit zu tun. In Wirklichkeit sind das sehr viel später angebrachte
in Fälschungsabsicht angebrachte Zusatzinformationen. Und damit sind wir leider bei etwas, was oft und oft passiert. Fälschungsabsicht muss das nicht sein. Denn Jugendstil hat medienübergreifend gearbeitet. Der Herausgeber der Zeitschrift Jugend, Georg Hirt, hat beispielsweise Gemälde und Grafiken aus der Zeitschrift als farbige Druckblätter verbreitet und hat mit aller Deutlichkeit gesagt, besser, ich hänge mir in meine Wohnstube eine gute Reproduktion als ein schlechtes Original. Absolut d'accord. Nur haben wir hier den weiter später stattgefunden habenden Zusatz mit diesem Etikett, dass es quasi ein Entwurf für ein Glasfenster ist. Das ist nicht vom Verlag gemacht worden, sondern das ist schon in, sagen wir, Täuschungsabsicht. Sie sind reingefallen. Das ist ein hübsches Blatt, tadellos, zeigt den Jugendstil, zeigt auch die Symbolkraft des Jugendstils, zeigt die Qualität des Künstlers, aber es ist jetzt nicht so ein rasendes Malheur, weil wenn es ein Original ist, ist es wert 1500, 2000, 2500, ungefähr in der Größenordnung. So ist es halt wert ein Zehntel. Mir tut's leid, trotzdem ist es ein schönes Blatt und Sie haben ja nicht das Original, sondern Sie haben das Bild gekauft. Also Sie haben die optische Freude gekauft, die ja unbestritten nach wie vor zu sehen ist. Enttäuschung groß? Es geht. Es geht? Es geht. Was werden Sie jetzt machen? Ich werde es mir rahmen und an die Wand hängen, weil ich finde es ja trotzdem schön. Und vor allem würde ich weiter sammeln und beim nächsten Schritt um das Eizel ein bisschen sorgfältiger aufpassen. Ja. Vielen Dank fürs Zeigen. Gerne. Alles Gute. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. War halt jetzt doch ein bisschen teuer. Aber aus Fehlern lernt man und wenn man es nicht probiert hätte, dann hätten wir es auch nicht falsch machen können, sage ich mal.